Audio Post. Geklickt. Gehört. Ich glaube, diese Situation kennen seit der Corona-Pandemie fast alle Familien. Der gut behütete und gepflegte Laptop wird auf einmal nicht mehr nur von einem selbst, sondern auch von den Kindern benutzt. Stichwort Homeschooling. Nicht jedes Kind hat seinen eigenen Laptop, PC oder ein Tablet. Und da lässt es sich oft nicht vermeiden, dass Kinder die Geräte der Eltern mitnutzen müssen, um zu lernen. Ein bisschen mulmig ist mir bei dem Gedanken zugegebenerweise schon. Ein, zwei falsche Knöpfe gedrückt und schwupps könnte vieles gelöscht sein. Wichtig ist es daher, den Laptop kindersicher zu machen, das sagt auch Andreas Wiesler. Er berät als Geschäftsführer der Firma Go Security Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Schülerinnen und Schüler müssen in Corona-Zeiten auf den Laptop zurückgreifen. Wo da die Gefahren bestehen, erklärt der Experte Andreas Wiesler. Oft wird an einem Computer nur mit einem Profil gearbeitet und damit haben dann die Kids auch Zugriff auf alle Dateien, können E-Mails lesen oder aus Versehen auch mal eine Datei löschen. Und wenn dann noch Kennwörter im Browser gespeichert sind, können sie sogar auf passwortgeschützte Seiten zugreifen. Ich hätte ja schon Schiss, dass die lieben Kleinen, auch wenn sie noch so vorsichtig sind, einiges kaputt machen können. Nur geht das überhaupt so einfach? Ja, das geht leider wirklich so einfach. Wem ist es nicht schon mal passiert? Anstelle, dass eine Datei markiert wurde, wurde ein ganzer Ordner markiert und dann leider gelöscht. Und ob dann wirklich alle Daten im Papierkorb sind, ist nicht garantiert. Hier kommt sicher auch das Thema Backup ins Spiel. Andreas Wiesler weiß, wie regelmäßig ich meine Daten sichern sollte. Auch wenn es mühsam ist, empfehle ich das wöchentlich zu machen. Spezielle Programme können einem dabei helfen und sichern die Daten, zum Beispiel auf einen externen Speicher oder verschlüsselt in die Cloud. Außerdem hat er Tipps, wie der Laptop kindersicher gestaltet werden kann und ob das überhaupt sinnvoll ist. Das erachte ich nicht nur als sinnvoll, sondern als Pflicht. Egal ob Mac oder PC, richten Sie für die Kids einen eigenen Benutzeraccount ohne administrative Rechte ein. So sind die Daten und E-Mails sauber getrennt und auch Kennwörter sind dort, wo sie hingehören. Zum Thema Sicherheit im Netz hat unser Experte Andreas Wiesler weitere Tipps, wie man Kinder im Internet besser schützen kann. Im Internet treiben sich viele verschiedene Menschen herum und leider nicht alle meinen es gut dabei. Mit speziellen Kinderschutzprogrammen können Sie Ihre Kids schützen. So kommen Sie nur auf Webseiten, die wirklich kindergerecht sind und können auch nicht einfach Programme installieren. Und natürlich eine Aufklärung durch Sie Eltern oder durch Fachpersonen gehört auf jeden Fall mit dazu. Audio Post. Geklickt. Gehört.